is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Unerschütterliches Vertrauen. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Gebet und Glaube sind eng miteinander verbunden und müssen zusammen erforscht werden. Im Gebet des Glaubens liegt eine göttliche Wissenschaft. Sie muss von jedem verstanden werden, der sein Lebenswerk zu einem Erfolg gestalten will. Christus sagt: Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Er erklärt, dass unsere Bitten mit dem Willen Gottes übereinstimmen müssen. Wir müssen um Dinge bitten, die er verheißen hat. Außerdem muss alles, was wir empfangen, eingesetzt werden, um Gottes Willen zu erfüllen. Werden diese Bedingungen erfüllt, ist die Verheißung eindeutig. Um Sündenvergebung, um den Heiligen Geist, um ein Christus-ähnliches Temperament, um Weisheit und Kraft Gottes Werk zu tun, um jede Gabe, die er verheißen hat, dürfen wir bitten. Dann sollen wir glauben, dass wir es empfangen und Gott für die Erhörung danken. Wir brauchen nicht nach äußeren Beweisen für den Segen zu schauen. Die Gabe steckt bereits in der Verheißung. So können wir mit der Gewissheit an unsere Arbeit gehen, dass Gott das, was er versprochen hat, auch tun kann. Und dass die Gabe, die wir bereits besitzen, dann Wirklichkeit wird, wenn wir sie am meisten brauchen. Auf diese Weise, durch das Wort Gottes zu leben, bedeutet ihm, das ganze Leben zu übergeben. Ein ständiges Bewusstsein der Bedürftigkeit und der Abhängigkeit, Sehnsucht nach Gott, wird empfunden werden. Das Gebet ist eine Notwendigkeit, denn es ist das Leben der Seele. Gebete in der Familie und in der Öffentlichkeit haben ihren Platz. Doch ist es die ganz private Gemeinschaft mit Gott, die Seele am Leben erhält. Eine Spannung, wie sie nie zuvor gesehen wurde, bemächtigt sich der Welt. Im Vergnügen, im Geldverdienen, im Kampf um die Macht, im bloßen Existenzkampf macht sich eine furchtbare Macht bemerkbar, die Leib, Seele und Geist gefangen nimmt. In diese wahnsinnige Hetze hinein spricht Gott. Er lädt uns ein, uns an eine einsame Stätte zu begeben und mit ihm Gemeinschaft zu pflegen. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Nicht bloß eine kurze Pause in seiner Gegenwart, sondern persönlicher Kontakt mit Christus, sich in Gemeinschaft mit ihm zusammenzusetzen, das haben wir nötig. The Lord is coming. Are you ready?